Hi YouTube, ich bin's und ich wollte einfach mal mein Schicksalsdamendeck zeigen. Also, mit Schicksalsdame-Licht fängt's an. Zwei Stück. Dann Schicksalsdame-Feuer. Dreimal. Schicksalsdame-Wind. Einmal. Schicksalsdame-Wasser. Einmal. Schicksalsdame-Finsternis. Dreimal. Die ist die wichtigste von allen. Dann Schicksalsdame-Erde. Zweimal. Stärkste. Dann Solitärmagierin, kann man gute Kombos machen. Dreimal Peten, dunkler Clown. Sehr praktisch. Eine mystische Tomate für Schicksalsdame Finsternis. Marshmallow zum Schutz. Arcane macht 0, der Nah auch Schutz, kann nicht durch Kampf zerstört werden. Neo Weltraum Grand Mole gegen Synchros sehr gut. Chaoshexer kann gegnerische offene Monster aus dem Spiel entfernen und kann selbst spezial besponnen werden. Dann Zauberkarten, verräterische Schwerter, Blitzeinschlag, Wiedergeburt, Goldsarkophag, MST, Zeitkanal, Zukunft des Schicksals, Geheimnis Dorf der Hexer, ein sehr guter Zauber für Feldzauber für Schicksalsdamen, da der Gegner keine Zauberkarten mehr aktivieren darf. Zweimal Schicksal beeinflussen. Eine meiner Lieblingskarten, geerbte Reichtümer. Wenn eine Schicksalsdame zerstört wird, darf man in der nächsten Standby-Phase bis zu 2 Schicksalsdamen aus seiner Hand spezial beschwören. Kreis der Magier, auch sehr praktisch. Fallgrube. Albtraumrad. Dimensionsgefängnis, Spiegelkraft, magische Zylinder, Rageki-Brecher, göttlicher Zorn, Ruf der Gejagten, magische Störung, metallisch reflektierender Schleim, Sakuritsu-Rüstung und dreimal Eisenschrottvogelschirche. Eine meiner Lieblingskarten. So. Und das war mein Schicksalsdamendeck. Und ihr könnt ja sagen, was ihr gut fandet. Und ja, das war's. Bis dann mal.